So, gucke. Robert! Mama! Oh! Mama. Weißt du, wo Papa ist? Robert! Ja, in der Hängematte. Wo? Weil unser Kirschmobil ist da. Echt? Robert! Die Leute vom Kölschmobil sind da, der Thomas und die Martina. Wo bist du denn? Robert! Wo haben wir denn hier überhaupt eine Hängematte? Robert! Das ist ja unvorstellbar. Wo ist denn hier eine Hängematte? Wo ist denn hier eine Hängematte? Wo haben wir denn die nächste Hängematte? Hast du Robert gesehen? Ich glaube, im Fischweg, oder? Ah, da, bei Fische. Ja. Robert! Ja. Der Thomas und die Martina vom Kölschmobil sind auch nicht in der Hängematte. Aber trotzdem bei dem schönen Wetter anders tun. Ja. Kommst du mal bitte, ich habe denn gerade die Türe aufgemacht. Wer ist denn da? Thomas und Martina vom Kölschmobil. Die stören jetzt meine Ruhe hier. Ja, ein bisschen. Aber dafür stören sie dich nicht beim Mittagessen, das ist ja auch. Also hier wird jetzt kaltes Kölsch. Ja. Wir wollen mal gucken, die haben uns doch die Anlage geschickt. Ja, dann komme ich jetzt, ist ja gut. Ja, dann könntest du herkommen, wir helfen durch, auch schneller raus. Ja, schwing die Hufe. Wir brauchen noch neuen Sand, schönen neuen Sand. Ja, wir brauchen hier in der Ecke viel Sand. Wo gehst du denn hin? Ist das Kölsch? Nein, ich muss dir da was mal reinholen. Ja, dafür stehe ich jetzt auch. Ja, dann bleibst du da. Komm, hier ist Köln. Ich gehe so hoch. Die haben geklingelt. Die fahren gerade mit dem Auto hoch. Hi. Oh, ein Wasser. So. Grüß dich, Martina. Hi. Hi, Thomas. Hallo. Ich habe gehört, ihr seid im Urlaub. Ja. Im Urlaub, ja. Kommt ihr zu den Geißen zum Arbeiten trotzdem so im Urlaub? So sieht's aus. Das ist schön. Na? Hi. Jetzt schon kein Kindergeburtstag mehr. Ist vorbei. Ja. Alles gut? Alles gut. Ja, bei komm. Dir? Ja. Mein Mann habe ich gerade in der Hängematte erwischt. Komm mal rein. Macht er schon Siesta? Ja, der macht wieder Siesta, wie immer. So. Alle draußen, bleiben müssen. So, komm, geh mal. Ach, das kennen wir ja noch gar nicht. Nein, das, noch nicht ach, gesehen. Hier, das lag ja genau. Weil ihr habt uns ja die Bieranlage geschickt. Genau, jetzt wollen wir mal sehen, wer sie eingebaut hat und ob sie gut läuft. Ja, das stimmt. Ich glaube, da haben wir ein Problem. So. Wow, das ist aber schön. Ja. Deswegen haben wir jetzt keinen Platz mehr für Kinder gekriegt. Ich muss gerade sagen, das Dreirad passt jetzt gar nicht mehr rein. Ja. Hallo, wir haben die Kühlung rausgemacht. Nein. Hi. Ja. Der Alex hat das abgetaucht. Ja. Hi. Das glaube ich nicht. Alles gut? Ja, der Alex hat die Kühlung ausgemacht, weil er das abgetaucht hat, weil das alles vereist war. Über den Sommer. Guck hat mal. Sie nicht wieder angemacht. Wie war das jetzt muss man das ja wahrscheinlich erstmal sauber machen. Wow. Ja, da muss die Sandy kommen und sauber machen. Ich dachte, ich soll das mal sauber machen und dann holen wir das Ding hier raus. Wisst ihr, das sind nämlich hier diese ganzen Adapter. Ja, das sind die Kettverschlüsse, genau. Und jeder hat einen anderen. Richtig. Jeder hat auch andere Anschlüsse. Horror. Ganz genau. Das ist Katastrophe. Ja, gut, ich hatte den Tisch, den habe ich ja mitgeschickt nochmal für das eine Fass. Gut, hier ist jetzt was anderes dran. Ja, ich weiß. Ja, weil sonst funktioniert hat es hier, schon mal. Ja, das ist ja der. Ganz genau. Für das. Gaffelkölsch. Ja, ja. Na? Genau. Ich habe aber keins mehr davon. Ist der leer? Das ist leer, ja. Oh ja. Könnt ihr das mitnehmen, oder? Ja, ja. Das war zum Beispiel umtauschen. Ja. Oh, hast du Neues dabei? Ja, ja. Ach, siehst du? Dann machen wir ein Tauschgeschäft. Dann machen wir ein Tauschgeschäft. Das ist doch gut. So, das ist jetzt wieder an. Jetzt muss ich das hier sauber machen.
für dein Bier aus, ne? Steht? Ist meine Trinke, ne? Ja. Hm? Das ist klar, es ist nicht trüb. Nö, es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn es rum wäre. Trinkst du auch gern Bier? Kölsch trinke ich gerne. Ja, ich auch, ich liebe. Also der hat Münchner Bier, aber ich glaube, der muss hier mehr auftreten. Ne? Er wartet erst, bis es läuft. Und ah, okay. Weil der Schaum, der lässt dann irgendwann nach, weißt du, und dann kannst du da aufmachen, dann läuft es schneller. Nee, beim Thomas geht das jetzt ratzfatz. Ja, was jetzt eingestellt, weil es eingestellt ist. Wir haben immer Probleme damit. Ja. Sonst kommt nur Schaumwurz. Oh. Hey, jetzt geht's ja schon. Siehst du ja. So, ich probiere mal für euch. Ja. So, dann Prost! Ach, guck mal, ich nee, sind wir schon mal. So, guck mal, alles läuft wieder. Bier ist da, Schaum ist da. Matze, das funktioniert jetzt. Überzeugt dich? Ja, das sieht gut aus. Super! Cheers. Du, da steht ja der Riesen. Wart auf euch. Weil ich will ja nicht alleine hier davor Tester sein. Ja. Du, da also steht Prost. Ja der nächsten Party nichts mehr nach, ne? Also können wir wieder Party feiern. Das machen. Prost! Prost! Hm. Hm. Lecker. Gut. Martina. Cheers. Martina! Prösterchen! Prost! Im Klösterchen. Ja. Die zwei dürfen doch gar nicht. Nee, die dürfen noch nicht. Nee. Ja, doch, die Schaum dürfen die hier auf die Nase. So. Na ich super, dann. Von hinten sind die Zähne raus, ich muss neue kaufen. So. Nee, danke, dass ihr gekommen seid. Und, also, das geht auf jeden Fall jetzt immer noch, ne? Ja. Ja, kriege ich auf das nächste, genau. Jetzt, quasi, was ist das? Den muss ich dann wieder Gaffelkölsch zusammenknüpfen, ne? Ist das jetzt ein Liter Bier, den ihr getrunken habt? Ja, mindestens. Komm, hol ja? Jetzt. Zwei ist ein Glas, ne? Hier. Wie viele Gläser haben wir? Muss mir eingefallen, nimmst du den bitte nicht auseinander, ja? Ist der auch von dir jetzt? Nur Kaffee. Oder steht da jetzt gar nicht Kaffee drauf? Das muss ja auch nicht. Weil es gibt ja auch eine andere Biersorten, bei denen auch passen würde. Okay, erst mal. Pass auf, hier. Hallo liebe Followers, wenn euch unser Video gut gefallen hat und ihr möchtet mehr von den Geissens, von der ganz verrückten Familie sehen, dann abonniert uns doch hier und dann könnt ihr dort schon unser was neuestes machst du denn Video da, Carmen? Sehen. Da kommt mein Mann, oh Gott, er kann. Ja, was wird das hier? Ach, Robert. Erklärt mir. Also das ist bei YouTube, wenn unsere Followers gerne mehr von uns sehen würden, dann können sie uns... Nicht würden. Möchten. Wollen. Gewollt haben würden. Okay. Ach Robert, bring mich doch nicht auseinander. Dann können Sie uns hier abonnieren und hier direkt unser nächstes Video sehen. Ich bring dich auch nicht auseinander. Doch, du bringst mich nicht auseinander, du bringst mich durcheinander. Aus dem Konzept. Also wenn ihr mehr sehen wollt von unserem Blödsinn, was sagt Carmen? Dann könnt ihr hier auf jeden Fall abonnieren und dort schon unser Video sehen. Da geht es los.